So, ich bin hier in Kappadokia in Ürgüp, in diesem schönen Hotel Haas Cave Konak, kann ich sehr empfehlen. Und ich zeige jetzt gleich mal, wie hier der Laser aufgebaut wird. Und zwar zu hier unserem Hausherrn Sabri, der interessiert ist und der interessanterweise in Frankfurt aufgewachsen ist. Also, wir sprechen Deutsch. Kann ich, wie gesagt, Haas Cave Konak Ürgüp, kann ich sehr empfehlen. Also das hier ist, er weiß also noch gar nichts, was das ist. Das ist ein medizinisches Gerät, was deine eigenen Energien am Körper abnimmt und dann verstärkt, dass sich der Verstärker wieder zurückführt. Und das hat dann ein ganz kann auf einer Seite heilend wirken, kann auf der anderen Seite auch dein Selbstvertrauen stärken, kann deinen Rückbezug zu dir selbst verstärken. Also es ist eine ganz neue Idee zu sehen, dass die meisten Krankheiten daher kommen, dass wir das Gefühl für uns verloren haben. Ja? Wir sind überall, wir sind in den ganzen Medien, in unserem Cellphone, in unserem Bankauszug, in dem, was die Nachbarn machen, aber wir haben nicht diesen Rückbezug. Ja? Und das ist hier nicht so stark in der Türkei, wo die Leute noch mehr Bezug zu sich selber haben, ja? Wo noch mehr Familie ist, wo noch mehr so Kultur und Tradition ist. Aber in Deutschland, in Amerika ist es ganz stark und deswegen hat man ganz viel so Nervosität und Konzentrationsstörungen. Stress, ja. Stress ist hier noch nicht so. Du kannst mal hier zeigen. Das ist hier der Innenhof. You can show this, how nice it's all. Das ist alles hier Naturstein. Und dann war ich heute Morgen, kannst du hier rausgehen und dann auf den Berg. Ist alles voller Höhlen, die alle Jahrhunderte alt sind. Und die erste Nacht haben wir da unten übernachtet. Das ist eine hunderte Jahre alte Höhle, die jetzt umgebaut ist als einen sehr schönen Raum mit einem Bad. Und jetzt sind wir oben, das ist alles in den Berg hineingebaut. Also ganz, ganz toll. Also wie gesagt, hier, was wir machen, wir nehmen die körpereigenen Energien ab. Ich zeige das mal kurz hier, wie das angeschlossen wird. Ganz wichtig, das hier muss immer, die müssen immer verbunden werden. Und zwar hier und dann in den Treffeingang. Ja? Das muss angeschlossen werden. Dann hier hinten muss das hier verbunden werden. Ganz einfach hier. Und dann dieser Stromanschluss muss dann verbunden werden zu diesem. Das ist alles. Das ist hier der Strom hier von außen. Okay, und dann müssen wir, also wie gesagt, den Strom abnehmen. Und zwar haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ziehst du mal deine Schuhe aus und Strümpfe. Beide? Beide. Fertig, dann wir das mal bitte. Dann brauchen wir hier. Da haben wir also, wir brauchen immer zwei Pole. Wir müssen immer zwei Pole haben. Das ist also nicht wie Bioresonanz, sagt, legt hier einfach eine Matte drauf. Na dann ist ja kein Stromkreise geschlossen. Ja? Und zwar ja einfach Füße drauf. Ja? Ein Fuß hier, ein anderer Fuß da. Ja? Und dann die eine Elektrode muss in REF, ja, und die andere muss in Bio, in Body Signal hier. Ja? Und dann können wir, jetzt ist ein bisschen, die Sonne ist hier so stark, weil ich kann das machen. So, dann muss man also Folgendes, wir könnten jetzt das applizieren mit der Matte oder wir können es applizieren am Kopf. Frankenstein. Kein Problem, kein Problem. Keine Angst. Also, das wird immer eingesteckt in Kanal 2. Ja? Das einschalten, und
dem Patienten sagen, kann nichts passieren, maximal haben wir 14 Volt, das ist einfach nur so ein bisschen mehr als eine normale Batterie. Ist alles in Deutschland hergestellt, CE zertifiziert, also du weißt, in Deutschland kann man vertrauen, in der Hinsicht kann man Deutschland vertrauen. Ich stelle es hier ein mit dem hier, der Kanal 2, die stelle ich nur auf 3 Volt jetzt. Ja, also, und man sollte vorher testen, bevor man das anlegt, tut der Patient hier das anfassen. Okay, dann geht es meistens hoch, jetzt sind wir auf 9 Volt, stellen wir das runter, jetzt haben wir auf 3. Okay, und dann kann man das jetzt anlegen, einfach vorne halten, vorne in der Stirn halten, okay, gut. Und das ist alles und jetzt einfach den Patienten sagen, zurücklegen, spürst du etwas? Zurücklegen, in den Bauch atmen, entspannen und hier kann er dann auch in die Höhle gehen, was sicherlich noch zusätzlich heilend wirkend ist. Aber auf jeden Fall normal, Leute spüren nichts, aber nach einer halben Stunde wird jeder